Der ist der Richtige. Pepe! Der Sitz ist wach, also der Wagen ist gut. Na und der Motor? Bin ja Mechaniker. Schnell und bequem muss ein Wagen sein. Also stell dir vor, mit was für einem Tempo ich beim Büro vorbeibrause. Wie der Schnecken wirst fahren. Ja. Parkplatz wirst du auch keinen finden. Noch dazu, wo dein Büro im ersten Bezirk ist. Geh, du willst mir die Freude am Wagen verderben. Geh! Aber geh, Pferde. Außerdem tut doch die Stadt Wien eh alles, um immer mehr Menschen schneller befördern zu können. Du, Ferl, was gehört? Ja. Jetzt kriegen wir doch die neuen Doppeldecker-Autobusse, wie man sie in Amerika und in England hat. Was kostet der Wagen? 2000. 2000? Aber gern verkaufe ich ihn nicht. Warum? Weil es Amerikaner ist. Ist der Wagen auch vorbereitet? Ja. Wir müssen nur einen neuen Motor einbauen. Aber dafür haben sie einen Amerikaner. Kostet? 8000. 8000? Und wie ist es mit den Reiferln? Die Reifen? Na, die haben alle Glotzen. Glotzen. Und was kosten neiche? 5000. Aber? Aber? Du hast einen Amerikaner. Ist sonst noch was am Wagen? Er meint, ob sonst was Gutes am Wagen. Nur das Getriebe müsste repariert werden. 4000. Und eine neue Lichtmaschine braucht er auch. Ja. Aber da verkaufe ich Ihnen eine alte für 2000. Das ist lieb. Das ist... Moment. Ja. Sie, das sind ja 20.000 Schilling. Ja. Bitte hätten Sie Papier und Bleistift. Aber bitte. So, pass auf, Ferdinand. Jetzt rechnest du dir aus, wie lange es brauchst, bis 20.000 Schilling im Autobus verfahren hast. Ich glaube, die Federn sind doch nicht so in Ordnung. Komm, Peppe, kaufen wir uns einen Sitz im Autobus. Ein Gescheiter wäre. Guten Tag. Guten Tag.